Wir haben beschlossen, dass wir die hessischen Schulen wie folgt verhandeln. Wir werden ab sofort in den Schulen keine Unterrichtsverpflichtung mehr haben. Das heißt, es gibt dort keinen Unterricht mehr. Die Schulen bleiben aber offen. Sie bleiben auch deshalb offen, weil wir sicherstellen wollen, dass für besondere Berufsgruppen wir auch eine Betreuungsmöglichkeit für die Kinder zur Verfügung stellen müssen. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel am kommenden Montag den Schulen ja auch Gelegenheit geben müssen, die Dinge zu organisieren und auch vieles andere mehr. Das heißt, sie bleiben auf, aber es gibt keinen Unterricht. Und wenn es keine Unterrichtsverpflichtung gibt, muss auch keiner kommen von den Schülern. Für die Bediensteten bleibt die Dienstverpflichtung. Das muss sich auch dann ein bisschen einspielen. Wir haben die Absicht, dass zum Beispiel das Abitur abgelegt werden kann. Auch das steht immer unter dem Vorbehalt neuester medizinischer Erkenntnisse. Das kann man gar nicht anders machen. Aber wir möchten, dass niemand ein Schuljahr verliert, sondern dass das Abitur abgelegt werden kann. Das gilt übrigens auch für andere Formen von Prüfungen. Wir wissen, dass wenn wir bestimmte Bereiche sozusagen nicht mehr zur Verfügung stellen können, wo die Kinder normalerweise betreut werden, dass die Eltern eine Antwort brauchen. Auch da bitte ich die Bevölkerung, dass wir uns wechselweise helfen. Klassischerweise kommen dann Opa und Oma in Betracht. Die kommen aber diesmal nicht in Betracht, weil sie die Risikogruppe sind. Und im Kern ist unsere wichtigste Aufgabe, die Funktionsfähigkeit des gesamten medizinischen und pflegerischen Bereichs aufrechtzuerhalten. Deshalb, das wird Kollege Klose Ihnen gleich erläutern, haben wir für die Angehörigen dieser Berufe Sonderregelungen, damit sie nicht gezwungen sind, sozusagen die Krankenschwester, der Arzt, die Pflegerin zu Hause zu bleiben, weil sie niemand für die Kinder hat. Dann fehlen sie uns aber in jedem Krankenhaus, in jeder Pflegeeinrichtung. Für die ist eine Betreuung in den Schulen zum Beispiel vorgesehen. Gleiches gilt für die Kitas im Lande. Die Kitas im Lande werden in gleicher Weise behandelt. Und das bedeutet, wenn Sie das vielleicht freundlicherweise aufnehmen, das gilt für alles, wir handeln hier nach dem Infektionsschutzgesetz. Und das Infektionsschutzgesetz ist ein Verbotsgesetz. Und deshalb sind die Verordnungen so formuliert, es ist verboten zu betreten. Aber dahinter bedeutet dies, dass wir die Kitas schließen und dass wir für bestimmte Berufsgruppen auch in diesen Bereichen eine Betreuung vorsehen. Da kann ich mich nur bedanken, wenn das alles dann auch entsprechend geht. Und Sie werden verstehen, das bedeutet natürlich auch nicht ganz geringe organisatorische und weitere Aufwände. Zum Dritten haben wir beschlossen, dass an unseren Hochschulen der Beginn der Vorlesungen verschoben wird auf den 20. April. Die vorlesungsfreie Zeit, wenn Sie so wollen, also ein Stück verlängert wird. Der normale universitäre Betrieb, Verwaltung, Forschung etc. läuft weiter. Und wir wollen auch sicherstellen, dass alle, die ihre Abschlüsse machen müssen, Examina etc., diese machen können. Wir sind dann auch dazu übergegangen oder haben dann auch beschlossen, Regelungen für die Bediensteten des Landes. Denn natürlich muss sichergestellt werden, dass die Funktionsfähigkeit des Staates erhalten bleibt. Das gilt für Polizei, das gilt für Feuerwehr, das gilt für Justiz und manche andere Bereiche. Dazu wird auch Kollege Beuth Sie noch weiter unterrichten und Professor Lorz zu dem Schulthema. Ich will das allgemein formulieren. Ich will noch hinzufügen, wir arbeiten an weiteren Sachverhalten. Das Kabinett wird morgen erneut tagen. Und wir haben eine Fülle von Sachverhalten, wozu wir natürlich im Austausch stehen, auch mit den anderen Ländern, wo wir uns auch austauschen werden mit den Kommunen. Wir wissen um die Situation, aber ich bitte um Verständnis, es gibt so viele Sachverhalte, die vernünftig zu regeln, da braucht man gelegentlich auch mal einen Tag. Und Sie sehen, wenn Sie es sich in Deutschland ansehen, Sie haben höchst unterschiedliche Regelungen in vielen Bereichen. Und das macht ja gelegentlich auch Sinn, dass dort, wo eine hohe Betroffenheit ist, die Regelung vielleicht anders aussieht, als dort, wo eine geringe Betroffenheit ist. Das Beispiel,
das da ganz gut passt. Das Saarland ist angrenzend an das Hochrisikogebiet Frankreich, das Sie gerade ausgewiesen haben, mit täglich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 35.000 Pendlern. Die haben eine andere Herausforderung zu bestimmten Fragen. Was lässt du auf, was machst du zu? Wie bei uns, das muss man sich abwägen. Letzte Bemerkung. Wir haben am vergangenen Dienstag bereits die hessische Wirtschaft und die Verbände hier gehabt. Wir haben sehr wohl im Blick, dass es natürlich auch große wirtschaftliche Auswirkungen gibt. Wir haben schon an diesem Dienstag eine Reihe von Beschlüssen gefasst. Einheitliche Ansprechpartner, verbesserte Möglichkeiten, erleichterte Möglichkeiten von Bürgschaften, Finanzierungsinstrumente, enge Verbundenheit, das war ja auch da mit der Agentur für Arbeit, sodass wir dort sehr intensiv dabei sind und das natürlich auch mit den Maßnahmen verzahnen, die der Bund schon beschlossen hat, beziehungsweise heute haben wir sie beschlossen. Ich denke an Kurzarbeitergeld, aber das ist nur eine Facette. Abschließend möchte ich mich herzlich bedanken bei meinen Kollegen, insbesondere bei Kollegen Klose, der nun schon seit fast 2 Wochen ununterbrochen mit dieser Thematik beschäftigt ist und im engsten Austausch, ich darf Sie mal daran erinnern, angefangen haben wir mit einem Flug aus Wuhan, als die spannende Frage kam, wo sollen denn die Leute hin? Seit diesem Tag ist es sehr gut gelaufen. Sie haben vieles gar nicht mitgekriegt, nicht im Sinne, weil es geheim war, sondern weil es gut gelaufen ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb bedanke ich mich ausdrücklich nochmal auch bei den Gesundheitsämtern und vielen anderen, die da sehr hervorragend mitgemacht haben und beim Kollegen Klose vorneweg. Alle anderen sind auch hoch engagiert, aber ich glaube, das muss auch einmal gesagt werden. So viel von mir und die Kollegen werden das jetzt detaillieren.